Guten Tag, Sergei Pavlovich. Wie sieht's aus? Sie schlafen wie kleine Kinder. Es ist unglaublich, ich kann es nicht fassen. Alles, was ich je wollte, ist geschehen. Es ist wirklich wahr. Jetzt musst du nur noch starten. Und natürlich auch gut landen. Welchen Namen hast du auf den Zettel geschrieben? Dein. Und du? Was ist los? Wir hatten Stromausfälle. Befehl Verdunkelung. Schalten Sie das Licht aus. Guten Abend, Sergei Pavlovich. Diese Fliegerei stört unsere Arbeit. Das Stromnetz hält das nicht aus. Es arbeiten noch welche? Ja, Sergei Pavlovich. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Welche Arbeit kann man denn im Dunkeln verrichten? Schalten Sie das Licht wieder an. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Sofort. Achtung, Licht wird angeschaltet. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtzentrums. Es ist noch 10 Stunden bis zum Countdown. Sergei Pavlovich, Fortsetzung der Arbeit. Nichts überstürzen. Arbeiten Sie genau und sorgfältig. Und vor allen Dingen bleiben Sie ehrlich. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, sagen Sie es sofort. Es liegt an Ihnen. Ob wir morgen eine neue Ära beginnen oder nicht. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtzentrums. Achtung, wir testen jetzt alle Systeme. Zum Aufstehen. Gut geschlafen? Wie wir es sollten. Sogar sehr gut geschlafen. Das freut mich. German, lass uns zusammen einen Roman schreiben. Jeder die Hälfte. Du heißt German und ich Juri. Also Juri German. Sowjetischer Autor. Na? Ist nicht witzig.
Hallo, Sibylchka, bist du das? Sieht so aus. Ja. Was ist? Willst du mich starten sehen? Wieso dich? Uns? Hallo, du Kosmonaut. Du bist oben gewesen. Wie sieht es da aus? Hm? Wirklich? Verarsch mich nicht. Du sollst mir keine Angst machen. German, sei doch nicht sauer. Du wirst der Nächste sein. Und dein Programm ist 100-mal interessanter als meins. Gut. Tauschst du dann mit mir? Wieso denn? Tausende werden ins All fliegen. Aber nur der Erste bleibt in Erinnerung. Verstehst du? Weißt du, warum es notwendig ist, dass du heil wieder runterkommst? Nein, wieso? Wenn du es nicht schaffen solltest, wird es keine Kosmonauten und keine Flüge ins All mehr geben. Nie wieder. Genossen Kosmonauten, auf geht's. Euch hätte ich hier nicht erwartet. Hallo, Yuri. Nein, du kennst uns doch. Wir werden die bösen Geister mit unseren Tänzen und Gesängen vertreiben. Na dann los. Ja. Helft ihm. Hilf mir lieber. Das wäre gut. Gib mir die Hand, German. Geht doch. Nicht stolpern. Dann bist du eitel. Los, rein. Ich habe letzte Nacht von Yuri geträumt. Kein guter Traum. Ich mach mir Sorgen. Wer weiß, wie es wohl bei Ihnen läuft. Mit den beiden kleinen Kindern und überhaupt. Wird schon gehen. Wir haben 4 Kinder großgezogen, mitten im Krieg. Und alle leben noch. Und wie? Hm? Ich sorge mich trotzdem. Willst du jetzt nach Fushino gehen? Gehen werde ich wohl nicht. Ich nehme das Luxusfahrrad. Meine Jacke. Bitte. Ja, du wirst 3 Stunden brauchen für den Weg mit deinem kranken Bein. 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Danke. Ich bin irgendwie unglücklich. Ist ja gut. So. Mach dir keine Sorgen. Wir haben Kinder großgezogen, wir werden auch Enkel großziehen. So ist das Leben. Alles gut? Alles gut. Euch an. Sitzen da wie im Speisewagen vom Moskau-Wladiwostok-Express. Immer vornehm reisen die Herren. Grisch, hast du die Geschenke dabei? Wir haben eine bunte Mischung Süßigkeiten. Genosse Oberst, bitte drehen Sie mich um.
Ich fahre nicht so gern rückwärts. Jungs, red Juri Alexejewitsch um. Hey, du. Darfst du uns filmen? Hast du eine Erlaubnis? Mein Auftrag ist es, die Kosmonauten zu filmen. Bist du ein Kosmonaut? Kosmonaut ist gut. Naja, fast. Danke. Dann ist alles in Ordnung. Einverstanden. Jurka! Gestern Nacht sind wir bei der Rakete gewesen. Sergej Pavlovich hat uns gesehen. Er hat gefragt, wieso schleicht ihr da um sie herum? Wie ein Bräutigam um die schöne Braut. Ja, viele Bräutigame. Pech sowas. Und nur eine Braut. Nicht wahr, German? Schon gut. Brauchst nicht antworten. Hab schon verstanden. Jurka, lass uns nicht im Stich da oben. Wir halten hier unten zu dir. Lass das Theater, ich bin ja nicht lange weg. Du bist für uns alle da oben, Jurka. Wir sind die Faust. Hart wie Diamant. Genossen Offiziere, aus 3000 Anwärtern haben Sie es geschafft. Sie gehören nun zu den besten 20. Mitglieder des Teams der ersten Kosmonautentruppe. Die Partei, die Regierung und das Verteidigungsministerium haben mir persönlich die Verantwortung übertragen, Sie auszubilden. Wie wir bei den Luftstreitkräften sagen, ich bin euer Anführer. Ihr steht unter meinem Schutz, verstanden? Ja, Generalleutnant. Männer, setzen. Das ist der berühmte Kamanin, der so viele gerettet hat. Um Erlaubnis zu sprechen. Bitte gestattet. Womit fliegen wir ins All? Selbstverständlich mit einer Rakete. Oder dachten Sie auf einem Besenstiel? Genossen Offiziere! Darf ich Ihnen bekannt machen, Leiter und Chefkonstrukteur Sergej Pavlovich Koroljow. Guten Abend. Setzen. Nun, kleiner Adler, von über 3000 Kandidaten sind 20 auserwählt worden. Das sind Sie. Machen wir uns miteinander bekannt. Anikejew? Ja. Beljaev? Ja. Bandarenka? Ja. Bekovsky? Ja. Varlamov? Ja. Valenov? Ja. Gagarin? Ja. Gorbatkov? Ja. Saikin? Ja. Kartaschow? Ja. Kamarov? Ja. Leonov? Ja. Leyubov? Ja. Nikolajew? Ja. Papajic? Ja. Rafik? Ja. Kietov? Ja. Filatjev? Ja. Brunov? Ja. Chojdin? Ja! Sehr gut! Nun, kleiner Adler, erzählen Sie etwas von sich, von Ihrer Familie. Oberleutnant Gagarin, Juri Alexejewitsch, 1934 geboren, Abschluss der Fliegerschule Orenburg. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wo sind die Entlassungspapiere für Feldwebel Gagarin? Noch nicht fertig. Was heißt noch nicht fertig? Ich bringe das nicht über mich, Ivan Mikiewicz. Der Kadett ist ernsthaft krank. Und was für eine Krankheit soll das sein? Danke. Weint er etwa? Im Innern ganz bestimmt. Er sagt, er kann ohne die Fliegerei nicht leben, dann wäre alles sinnlos. Schön. Und was schlagen Sie jetzt vor? Er ist ein guter Pilot, mutig und selbstbewusst. Aber beim Landen baut er nur Mist. Ich weiß, fliegen kann der Kerl. Aber am Ende zerstört er noch sich und unser Flugzeug. Haben Sie ihm schon mal ein Kissen unter den Hintern geschoben? Glauben Sie etwa, weil er so klein ist? Kann er beim Landen nicht genug sehen? Sie haben doch selbst gesagt, dass er gut fliegt. Aber er hat Probleme, den Boden zu sehen. Na, dann lassen Sie sich was einfallen. Thank you.
Feldwebel Gagarin meldet, Trainingsflug beendet. Haben wir beobachtet. In Hinblick auf die einwandfreie Abwicklung aller flugspezifischen Aufgaben und die Entschlossenheit, den Fleiß und die harte Arbeit des Feldwebels Gagarin und die mir durch das Oberkommando erteilte Befugnis, erteile ich dem Feldwebel Gagarin die Erlaubnis, eigenverantwortlich zu fliegen. Mit anderen Worten, Sie haben bestanden. Ist er nicht vorbereitet? Juri, die Zigaretten. Ja, natürlich. Hier. Aha. Ganz platt. Sieht so aus, als hätte jemand auf seiner Aktentasche gesessen. War das seine Idee oder Ihre? Genosse Fliegerführer, verzeihen Sie. Ich kaufe eine neue Packung. Das macht nichts, Gagarin. Es ist eine lächerliche Tradition. Was viel wichtiger ist, Sie können bald Hauptmann werden. Und vielleicht sogar eines Tages Oberst. Aber vergessen Sie nie, der Himmel verzeiht keine Fehler. Essenszeit. Großartig, der Juri. Essenszeit. Sauber gefällig? Lecker. Aber ich hätte es. Ja, Mann, auch einen? Ja, aber wir müssen stolz auf ihn sein. Dann eben nicht. Jungs! Yoka, ich helfe dir. Ruhe, Genossen, benehmen Sie sich. Das ist eine ernste Angelegenheit. Genosse Generalleutnant, wir werden gefilmt. Die Amerikaner haben ihren Staat gefilmt, dann können wir das auch. Unsere Helden sind nicht schlechter, im Gegenteil, sie sind besser. Wie wahr? Jürgen, mein Freund, denk dran, du fliegst für uns alle. Gute Reise, Yoka! Gute Reise! Viel Glück. Au. Was? Ja, schon gut. German, bist du mein Freund? Brüder, Juri, komm gesund zurück, Juri. Gut. Grüß das Juri. Ich bin in Gedanken bei dir. Halt dich mal genau. Flieg vorsichtig. Juri Alexejewitsch, wir sehen uns irgendwo in Kulbischew wieder. Sendeanlagekontrolle. Habe verstanden. Валенки, валенки, ой, ты не подшитый старенький, ой, ты Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. 10. August. 8 Uhr morgens. Temperatur 25 Grad. Luftfeuchtigkeit 62%. Alle Raumfahrzeugsysteme funktionstüchtig. Der Flug verläuft gut. Wer ist in der ISO-Kammer? Oberleutnant Gagarin. Und wie verhält er sich da drin? Er macht am laufenden Band Witze. Und geht es ihm emotional nicht so gut, singt er wie ein Kasache in der Steppe über alles, was er sieht. Sehr gut. Wir nähern uns dem Planeten Mars. Wir sind 65 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Bereite den Landeplatz vor. Laborassistentin Irina? Erhalte ich die Erlaubnis zum Marsianer? Woher weiß er, dass es meine Schicht ist? Er ist seit 10 Tagen da drin. Erstens sollen Sie nicht Marsianern, sondern auf dem Mars landen. Und zweitens, woran denken Sie, außer an Irina?
An die Zukunft, Genosse Leiter. An die Zukunft? Normalerweise denkt man an die Vergangenheit, aber Sie denken an die Zukunft. Ganz ehrlich, Juri Alexejewitsch. Ich beneide Sie um Ihre Zukunft. Test. 1, 2, 3, 4, 5. Ende. Habe verstanden. Guten Tag, Genosse Chefkonstrukteur. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Offiziere, Achtung! Die Vorbereitungen zum Start der Trägerrakete und der orbitalen Raumkapsel Vostok mit Kosmonaut Gagarin an Bord sind abgeschlossen. Keine Komplikation. Bereitschaft in einer Stunde. Ja. Vostok ist einsatzbereit. Verschließen Sie die Zugänge. Datenplanmäßig anlaufen. Zugänge verschlossen. T-minus eine Stunde. Sendeanlagen in Bereitschaft. Wiederhole. Kedre, hier ist Daya 1. T-minus eine Stunde. Habe verstanden. T-minus eine Stunde. Die Vorbereitungen an der Startrampe sind vollständig beendet. Sie werden jetzt ein lautes Geräusch hören. Das Startgerüst wird weggeklappt. Achtung, die Lokomotive verlässt das Gebiet. Ich höre keine Geräusche. Ich spüre nur ein paar Vibrationen. Juri Alexejewitsch, in diesem Moment ist die Lokomotive vom Startplatz weggefahren. Hören Sie das? Das hören Sie doch. Nein, ich höre gar nichts. Juri Alexejewitsch. Ich höre nur Sie. Sergej Pavlovich, es kommt kein Signal von KP3. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Gefahr besteht, dass in der Kapsel ein Druckverlust entsteht. Wir haben kein Funktionssignal von dem Kontakt der Heckklappe. Wieso bekomme ich keine Informationen von Ihnen? Genosse Chefkonstrukteur, wir haben die Heckklappe ordnungsgemäß versiegelt. Ist die Klappe bündig? Kann sie vielleicht irgendwo schräg sitzen? Nein, Sergej Pavlovich, es ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. KP3 sendet kein Funktionssignal. Können Sie die Klappe öffnen und erneut versiegeln, ohne den Zeitplan zu gefährden? Das schaffen wir, Sergej Pavlovich. Juri Alexejewitsch. Nachdem wir die Heckklappe verschlossen und versiegelt haben, sendet der Schließkontakt kein Signal. Wir werden sie erneut öffnen und den Fehler beheben. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Habe verstanden. Alles in Ordnung. Ich bin absolut ruhig. Ich habe Angst, Doktor. Große Angst. Denn so viele Leute vertrauen mir. Was wird mit mir da oben passieren? Strebe ich zu viel an? Kann ich überhaupt so gut fliegen? Das können Sie. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Hören Sie auf, sich selbst zu verunsichern. Und sollte es doch zu einem Notfall kommen, sinkt der Druck in der Kapsel rapide. Sie werden auf der Stelle tot sein und können nichts dagegen tun. Wovor sollten Sie also Angst haben? Juri, liegt da eine Mutter rum? Wieso? Hast du eine verloren? Juri. Wir finden sie, wenn du wieder gelandet bist. Haben Sie Ihre Tabletten genommen? Sie sehen etwas blass aus. Na und? Alter Gaul, der ich bin. Sorgen Sie sich um mich? Ich muss Kraft genug haben, um Juri zu unterstützen. Und jetzt sieht es so aus, als benötige ich Unterstützung. Haben Sie schon Ihre Musik bekommen? Bis jetzt nicht. Aber ich hoffe bald. Habe verstanden. Aber kann man von Musikern Pünktlichkeit erwarten?
Sie spielen ein Liebeslied. Ein Liebeslied ist doch passend. Darf ich um diesen Tanz bitten? Schon wieder? Du kannst doch gar nicht tanzen. Na und? Bring es mir bei. Ich habe dich oft in der Tschitscherinstraße gesehen. Was machst du dort? Oder ist das ein Geheimnis? Muss ich antworten? Hast du dort eine Liebste? Kann sein. In welchem Haus? Es ist groß und grau, mit Säulen davor. Das kann aber nicht stimmen. Das ist mein Haus und ich kenne alle, die dort wohnen. Kapsel wieder erfolgreich unter Druck gesetzt. Alle Systeme voll funktionstüchtig. Hören Sie mich? Habe verstanden. Kontrollepunktanlage beendet. Alle Systeme bereit? Meldebereitschaft aller Systeme. Nicht gerade das beste Bild. Scheiße, ehrlich gesagt. Interferenzen, Genosse Chefkonstrukteur. Störungen durch den Körper der Rakete. Das lässt sich nicht vermeiden. Wissen Sie, wovor ich wirklich Angst habe? Wir haben kontrovers darüber diskutiert, ob wir die Kapsel sprengen müssen, wenn sie in feindlichem Territorium landen sollte. Ich bin dafür, sie zu sprengen. Und wissen Sie wieso? Weil der Feind dann nicht herausfindet, in was für einem Schrott wir ins All fliegen. Eine Schande! Und ich vermute, Sie schämen sich dafür nicht. Ich bestätige ebenfalls Ventile 1 bis 3 voll funktionsfähig. Bitte weitergehen. Und was ist hier los? Alles in Ordnung, Sergej Pavlovich. Code 5 heißt alles in Ordnung? Ja, Sergej Pavlovich. Und Code 4? Code 4 heißt Druck ablassen. Code 3 Maschinenausfall. Es darf keinen Ausfall geben. Denken Sie daran, jedes Wort aus dem All ist unbezahlbar. Ihr Sohn ist in der Rakete. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich vor, Sie haben ihn ins All geschickt. Das würde ich nie tun. Ich hab's getan. Kedre, hier ist Saja 1. Kedre, hier ist Saja 1. Hier ist alles bestens. Es bleibt nur noch wenig Zeit bis zur letzten Minute des Countdowns. Was für ein Tag, Soldaten. Unglaublich. Sowas ist noch nie auf dem Planeten Erde passiert. Oh Mann, jetzt geht es gleich los. Schlüssel vorbereiten. Schlüssel vorbereiten. Ja. Kedre, hier ist Saja 1. In einer Minute Einsatz. Haben Sie mich verstanden? Habe verstanden. In einer Minute Einsatz. Ich vermute, wir sind in Startposition. Richtig? Kedre, hier ist Saja 1. Während des Startes sende ich Ihnen weitere Informationen. Habe verstanden. Schlüssel in Startstellung. Schlüssel in Startstellung. Habe verstanden. Schlüssel bereit und einstecken. Schlüssel bereit und einstecken. Die Schlüssel sind eingesteckt worden. Habe verstanden. Das Gerüst ist weggeklappt. Habe verstanden. Die Zündung ist eingeschaltet. Alle Vorbereitungen laufen ab. Habe verstanden. Das Haupttriebwerk. Startet jetzt. Habe verstanden. Ah!
Rakete Start. Und hinauf. Verfluchten Glotzer weg! Zum Teufel mit ihnen! Kendre, hier ist Saria 2. Kendre! Was ist los? Wieso schweigt er? Gagarins Puls ist bei 158. Das ist eindeutig zu hoch. Und er erhöht sich weiterhin. Sein Herz? Nein, das kann nicht sein. Ich kenne Julis gute Kondition. Es ist nicht sein Herz. Kendre, können Sie mich hören? Kendre. Was kann es dann sein? Ein Druckabfall in der Kapsel? Wird er ohnmächtig? Vielleicht hat er nur den falschen Knopf gedrückt. Der schlaue Alec. Gehen Sie einen Tee trinken. Kedre, können Sie mich hören? Sergej Pavlovich. Wo bleibt denn der verfluchte Code 5? Wo ist der? Kedre, hier Saria 2. Antworten Sie, Kedre. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Hier ist Saria 2, können Sie... Saria 2, hier ist Kendre. Ich kann Sie gut hören. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Die zweite Stufe hat gezündet. Ich fühle mich gut. Können Sie mich hören? Soeben hat sich die Schutzhülle abgelöst. Ich sehe die Erde durch das Bullauge. Die Erde ist klar zu erkennen. Ich kann Flüsse und Gebirgsketten sehen. Die Sicht ist gut. Sie ist hervorragend. Ende. Kedre, hier ist Saria 2. Alles verläuft plangemäß. Alles ist gut. Die Sicht ist exzellent. Was für eine wunderschöne Aussicht. Juri, gib mir deine Hand. Nur noch ein kleines Stück. Es ist nicht mehr weit weg von hier. Komm mit. Noch etwas höher hinauf. Wenn es dunkel wird, orientieren wir uns nach den Sternen. Ganz leicht. Ich bin Pilot. Da lernt man, nach den Sternen zu fliegen.
Ich bin die Frau eines Piloten. Komm her, Frau eines Piloten. Du bist meine Frau. Verzeihung. Muss ich immer für dich beten? Wenn du fliegst? Ich habe große Angst um dich. Wenn du über Kopf fliegst, habe ich das Gefühl, mein Herz bleibt stehen. Tja, bete, wenn es dir hilft. Ich habe Maria getroffen. Die Frau vom Oberst? Ich bat sie, mir die Tarotkarten zu legen. Wegen dir und mir. Wegen uns. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, für dich wird es einen Flug geben. Also, das macht keinen Sinn. Das haben wir auch gedacht. Ich bin schon über 50 Mal geflogen. Hat sie sonst noch was gesehen? Sie hat in den Karten gesehen, dass wir bald ein Kind haben werden. Und stimmt das denn? Es kommt nicht sofort. Hurra! 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 Ich werde einen Sohn haben! Ich bringe ihm das Fliegen bei! Ein Mädchen! Dann wird es ein Mädchen! Egal! Dann bringe ich ihr das Fliegen bei! Hurra! Hurra! Kräfte nehmen wieder zu. Zehn G. Stopp die Maschine. Und Yuri, wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Ja, körperlicher Zustand. Perfekt. Hervorragend. Was soll die Schleife? Haben Sie die gebunden? Haben Sie die Schleife gebunden? So gut ich kann. Dann können Sie nichts. So schlechte Schleifen können Sie in Ihre Zöpfe binden. Wissen Sie, welche Kräfte auf ihn einwirken? Das haben Sie getan. Heute Morgen war ich zum Bluttest. Da habe ich die Tafel gelesen. Mann, was da auf uns zukommt. An der waren seitenweise die weiteren Tests angeschlagen. Bestimmung der schweißbildenden Reflexe nach Minor mit einem heißen Luftbad. Was ist das denn? Auf jeden Fall ein heißes Bad. Streichhölzer? Streichhölzer? Was ist passiert? Durchgefallen. Total. Wieso? Weswegen? Hab den Druckhammertest nicht bestanden. Meine Blutgefäße sind geplatzt. Haben Sie dich für weitere Tests gesperrt, oder? Oder. Für jegliche Flüge ausgeschlossen. Nicht doch, Freund. Reg dich nicht so auf. Geh zu deiner Einheit zurück. Dort kriegt man das wieder hin. Ich hab Glück gehabt. Aber ihr steigt auf. Als Versuchshunde wie Laika. Vielleicht sollten wir unsere Rücktrittserklärung einreichen, bevor es zu spät ist. Nun bleibt ruhig, Jung. Steigern wir uns da nicht rein. Das Wichtigste ist jetzt, ruhig zu bleiben und die medizinischen Tests zu bestehen. Wenn wir zusammenhalten, werden wir erfolgreich sein.
ganzen Tag nur medizinische Tests. Ich will mal fliegen. Wir können vorher nicht genug lernen. Raufbrechen! Los geht's! Jawohl! Vorsicht! Komm, wirf einen Schnee rein. Bist du langsam? Festhalten! Erreichen wir die Geschwindigkeit? Zwei Sekunden auf Geschwindigkeit! Hab Dank, Soldat. Hab Dank, Soldat. Ab in den Unterricht. Beeilung. Hier auf der Erde können wir nicht die Antwort auf die Frage finden, ob ein Mensch völlig normal in der Schwerelosigkeit existieren kann. Oder ob das menschliche Gehirn ohne Schwerkraft funktionstüchtig ist. Der Mensch könnte unter dem Einfluss des kosmischen Horrors die Fähigkeit verlieren, rational zu handeln. C6. Der Begriff kosmischer Horror ist von Triops geprägt worden. Und schlussendlich hält es der Verstand des Kosmonauten aus, wenn er die Erde vom All aus sieht. Wissen Sie, was man unter freiem Assoziieren versteht? Ist mir bekannt. Sonne. Tundra. Märchen. Mama. Lieder. Freunde. Horror. Hunger. Freude. Kinder. Dritte Stufe gelöst! Unsere erste Rakete mit einem Kosmonauten an Bord hat den Orbit erreicht! Und jetzt ein Hurra! Hurra! Mein lieber Alec Konstantin! Hoffentlich habe ich Sie all die Jahre nicht zu sehr gequält. Sie schulden mir einen Flug. Oh, nicht so hastig. Herr Pavlovich. Wissen Sie, wie lange ich davon geträumt habe? Bislang ist er der Einzige, der fliegen darf. Ich habe noch nie jemanden beneidet, aber ihn schon. Und wie? Leute, denkt doch dran, er muss noch landen. Der Wiedereintritt. Habt ihr das denn vergessen? Er muss auch bald wieder landen. Vergesst das nicht. Das schaffen wir schon. Leute! Nikita Sergejewitsch, Koroljow auf Leitung 1. Her damit. Koroljow, wie läuft es? Gagarin, ist er im All? Gagarin hat den Orbit erreicht. Alles läuft planmäßig. Gut, gut. Hervorragende Arbeit, Pavlovich. Sie sind ein Genie und wie man so sagt, große Schiffe machen große Fahrt. Das ist nicht nur ein Sprichwort in Odessa, sondern auch im bescheidenen Kiew. Alles verläuft, wie wir es geplant haben. Jetzt schrei dir die Stimme heiser. Genosse Radiosprecher. Nikita Sergejewitsch, die Aufregung ist nicht gut, Ihr Blutdruck ist Der so hoch. Blutdruck kann mich mal. Jetzt wird die ganze Welt unter Druck gesetzt. Her mit Malinowski. Verbinden Sie mit Marschall Malinowski. Wie lange soll Ihr erster Kosmonaut im All noch Oberleutnant sein? Wir befördern ihn zum Hauptmann, Genosse Nikita Sergejewitsch. Oberleutnant oder Hauptmann? Sie veranlassen auf der Stelle, dass er zum Major befördert wird. Haben Sie verstanden? Wir können nicht einen Rang überspringen. Und aus welchem Grund? Wir würden damit Tausende von Hauptmännern in unserem Heer vor den Kopf stoßen. Radion. Wissen Sie, was der Mann gerade leistet? Darüber geht gar nichts. Sie und ich werden längst vergessen sein, aber an ihn erinnern sich die Menschen ewig. Habe verstanden, Nikita Sergejewitsch. So will ich Sie hören. Musik
Lass das sein. Du hast schon wieder die Flügel abgebrochen. Boriska! Boriska, warte! Ich bau dir ein neues Flugzeug. Will ich nicht. Willst du denn kein Pilot werden? Boriska! Geh weg! Boriska! Mama! Ja? Ich hab vor Hunger Bauchweh. Ist ja gut. Sei geduldig. Ich kann aber nicht mehr warten. Ich will was essen. Euer Papa wird uns Mehl mit nach Hause bringen. Er kommt bald. Habt Geduld. Der hat den Ofen an das Schwein. Der will ein Huhn kochen. Jurka, ich hab solchen Hunger. Leise, runter. Der Fritz muss scheißen. Bleib hier, bin gleich zurück. Jurka, lass das. Papa hat's verboten. Wir dürfen nicht zu dem Haus. Jurka! Lass mich los, Schwein! Loslassen! Frecher Eierdieb! Lauf weg, Boriska! Lass Boriska los! Bist du eben dran, kleine Ratte! Dir werde ich schon zeigen, Frettchen! Lass mein das Bruder wirst du los. Nie vergessen! Lass Boriska los! Das macht ihr nie wieder, Drecksbäger! Mama, der Deutsche hat Boriska! Das erinnert ihr euer Leben lang. Ihr klaut keinen deutschen Soldaten mehr die Hühnereier. Mama! 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 Was? Mama! Mama! Ich komme! Mein das Baby! Muss in deine Leere Boris! Sein. Boris! Halt durch, ich bin da! Halt durch, ja, mein Baby. Alles wird gut. Alles wird gut. Mein armer Junge. Du bist mein Liebling. Keine Angst. Es ist vorbei. Alles ist wieder gut. Ganz ruhig. Alles ist wieder gut. Ich habe euch verboten, in die Nähe des Hauses zu gehen. Was wäre geschehen? Jurka. Dummkopf. Родина знает, где Thank you.
Die Rakete explodierte auf der Abschussrampe. Grund ein undichter Treibstofftank. Viele Menschen sind dabei gestorben, lebendig verbrannt. Die Tragödie ereignete sich wegen technisch falscher Berechnungen und elementaren menschlichen Fehlern. Sie alle sollten sich über die potenziellen Gefahren im Klaren sein. Sergei Pavlovich, wurde deshalb unser Start verschoben? Es war keine von uns konstruierte Rakete, die explodiert ist. Aber auch wir haben Probleme mit dem Lebenserhaltungssystem und dem Rückstoßantrieb. Deswegen brauchen wir weitere erfolgreiche Starts, bevor wir einen von ihnen ins All schicken können. Ein Eimer voll Schweiß beim Lernen verhindert das Blutvergießen im Kampf. Wie bitte? Sergei Pavlovich, das heißt, wir werden besser vorbereitet sein. Vorbereitet auf was? Das bedeutet, die Amerikaner werden die Ersten im All sein. Der Start ihrer bemannten Rakete ist für März geplant. Aber das muss nicht unbedingt eintreten. Abgesehen davon ist es nur ein suborbitaler Flug. Er wird nur weniger als 15 Minuten dauern. Wir begreifen das. Aber wie erklären wir das dem Rest der Welt? Wir können nicht gegen sie verlieren. Schicken Sie mich ins All. Ich bin bereit, dafür zu sterben. Nur du, Beljaev, willst hier der Held sein? Aber wir wollen Nein, auch wir ins alle. Fliegen. Wir sind alle wir sind dazu keine bereit. Feiglinge. Ja, wir alle. Was soll denn das? Aber ich bin nicht bereit. Ich brauche nicht noch mehr sinnlose menschliche Opfer. Jelena, du wirst deinem Papa immer ähnlicher. Ich pass morgen auf sie auf, wenn du willst. Dreh ihn noch mal. Juri, der wünscht sich einen Jungen, aber ich glaube, es wird wieder ein Mädchen. Wie soll es heißen? Wenn es ein Mädchen ist, Galina. Galina hört sich schön an. Na, Jelena, möchtest du eine kleine Schwester bekommen? Hört doch nur, was ich rausgefunden habe. Was für Neuigkeiten. Sag schon. Was? Valentina, reg dich nicht auf. Das ist nicht gut in deinem Zustand. Jelena, komm hoch. Geh in dein Zimmer und spiel dort weiter, ja? Machst du das? Geh schon. Brav, Kleine. Husch. Erzähl. Mädchen, ich weiß jetzt alles. Von den 20 wurden 6 ausgesucht. Kartaschow hat brüchige Blutgefäße. Sie sagen, sein Rücken ist ein einziger Bluterguss gewesen. Und Walamow, der hat Probleme mit der Halswirbelsäule. Ja gut, wen haben Sie ausgewählt? Und Juri? Er hat's geschafft. German hat es auch geschafft. Dann sollten wir überlegen, wie wir ihnen gratulieren. Weißt du nicht, was das bedeutet? Sie werden unter Umständen in ihren Tod geschickt. Was schlägst du vor? Wir, die Ehefrauen, sollten einen Brief an Kamanin schreiben. Darin bitten wir ihn, dass er einen unverheirateten Mann als Ersten ins All schicken soll. Sie könnten Bykowski nehmen. Oder Nikolajew. Valentina. Ich bin dagegen. Ich halte es für falsch. Es war einmal ein Ritter. Bescheiden, schweigsam und arm. Im Innern bleich und traurig. Doch tapfer und ehrlich, durch und durch. Ada, übertreib es nicht. German ist jetzt länger da drin als Bykowski. Ja, ich weiß. Los, German. Es geht noch. Ein bisschen. Er hat eine Vision, das ist schwer nachzuvollziehen. Da atmet schwer. Ein Bild von sich, das sich tief in sein Herz eingegraben hat. Sofort aufhören! Raus mit ihm! Legt ihn hier auf das Sofa! Hilft ihm hier rüber! Legt ihn hin! Gut. Zieht ihm die Schuhe aus! Knöpft ihm die Uniform auf! Großartige Leistung, German Stepanovich. Sie haben 2 Minuten länger als Bykowski durchgehalten. Wie hart er ist. Hut ab, German. Anerkennung. Gebt alles, damit er ins All fliegen darf. Lass das sein.
Jeder will ins All. Bist du da sicher? Du etwa nicht? Falls es Sie interessiert, das beste Resultat Ihres Teams. 2 Stunden, 6 Minuten. Hervorragend. Ganz hervorragend. Ada Ravgatovna, Nelbujov hat fast keinen Puls mehr. Wieso passen Sie denn nicht auf ihn auf? Stopp! Öffnen Sie die Tür. Raus mit ihm. Nehmen Sie seine Beine. Schnell holen Sie ihn raus. Langsam. Vorsichtig, darüber auf die Liege. Ganz vorsichtig. Grisha. Ganz vorsichtig. Sie jetzt ich hole weg Wasser von ihm. Grisha! Hier ist das Riechsalz. Grisha! Grisha, wach auf! Und einatmen. Wach auf! Grisha! Hallo! Grisha! Sehr gut, da ist er. Zurück im Leben. Sehr schön. Oh. Wie lange? Länger als alle anderen, Grisha. 2 Stunden, 8 Minuten. Also, geschafft. Wir mussten dich wiederbeleben. Du hast das Bewusstsein verloren. Hauptsache, sie sind wieder da. Das heißt, ich bin nicht Erster. Das wissen wir nicht. Wir entscheiden das nicht. Wir sind alle die Ersten. Vizsla, hier ist Kedre, bitte komm. Vizsla, ich höre nichts. Vizsla, hier ist Kedre. Bitte komm. Sania 3, hier ist Kedre. Ende. Sania 3, hier ist Kedre. Können Sie mich hören? Habe verstanden. Wir hören Sie klar und deutlich. Wie verläuft der Flug? Die Rakete funktioniert tadellos. Der Flug verläuft sehr gut. Ich bin jetzt in der Umlaufbahn. Grüß mir, Blondie. Du bist nicht blond. Du bist rothaarig. Nein. Ich bin Blondie. Hört euch das an. Wir sehen, wie die Gangway rangefahren wird. Die Türen der Maschine öffnen sich. Unsere jungen Kosmonautenhelden verlassen das Flugzeug. Auf ihren lächelnden Gesichtern kann man Zeichen der Ermüdung erkennen. Beweise für die Anstrengungen, die sie aushalten mussten. Ich hab's gewusst. Sie hatten ein hartes Training. Da war tatsächlich jemand schneller als wir? Sie mussten bis zu 15 G-Kräfte in den verschiedenen Raketenflügen. Und wieso wissen wir nichts davon? Das ist eine unglaubliche Belastung für den Organismus. Die Schwerkraft drückt die Körper die Regierung dazu zusammen. Und das da kann sehen nicht wir sein. Diese Helden, wie sie durch den blumengesäumten Pfad durch die Menge schreiten. Man hat uns verarscht. Die Zuschauer schwenken kleine Fähnchen, die sie selbst wir sind nur haben, um diese jungen Männer für ihren außerordentlichen die Reserve Mut gewesen und ihre fast unvorstellbare Leistungskraft zu ehren. Sie hörten eine Hörspielproduktion des Science-Fiction-Fanclubs Prometheus mit dem Titel Grüße aus der Scheiße. Das, ist ein das hat sich wirklich echt angehört. Ich habe wirklich gedacht, uns hat niemand informiert und wir sind die Doofen. Wie gut, dass das nicht echt war. Blondie, ich habe wirklich gedacht, das war echt. Eigentlich schade, dass es ein Hörspiel war und nicht die Wirklichkeit. Ich habe mich ehrlich gefreut, dass Sie heil gelandet sind. Wünschst du dir nicht, der Erste im All zu sein? Ja, sicher. Natürlich, ich würde alles dafür tun, dass ich es werde. Ich verstehe dich einfach nicht. Einerseits willst du der Erste sein, andererseits freust du dich für andere. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es nicht? Wie passt denn das zusammen? Keine Ahnung, so bin ich eben. Und wie bist du? Lasst uns doch selbst unseren Kandidaten wählen. Das ist es. Genau das machen wir. Ati, hol die anderen her. Mach ja, den Tisch frei. Großartige Idee. Mars, hol den Hut da. Hey Leute, kommt alle. Richard, wir brauchen Papier. Das ist eine gute Idee. Hier sind ein paar Schreiber. Wir brauchen kleine Zettel. Nicht zu klein.
Nun, ihr kleinen Adler, wir werden viel fliegen, sicher und mit Selbstvertrauen. Genosse Leiter, bitte um Erlaubnis zu sprechen. Sprechen Sie. Womit fliegen wir? Ins All. Mit einer Rakete oder mit was? Nicht auf einem Besenstiel. Nun, kleiner Adler, erzählen Sie etwas von sich. Mein Name ist Mars. Nun dann, können wir davon ausgehen, dass du in 0, nicht zum Mars fliegen kannst. Also, los geht's. Ja, ja, du, ich muss meine Stimme. Okay. Hier, so. Muss meine Stimme. Hier, ich auch. Hier. Du hast und hier ist meine Stimme. Ich bin der Beste. Nun los, zähl sie aus. Tietov German Stepanovich. Gut, German. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne dich hier. Ja, ich auch. Mars Rafik. Ja. Ich habe deine Handschrift erkannt. Das hättest du mir nicht gedacht. Offensichtlich hast du für dich gestimmt. Gagarin. Ja, ja, ja. Sehr gute Wahl. Gagarin. Ja, sehr gut. Richtig so. Gagarin, triff die höhere Note. Die höhere Note, versuch es. Sehr gut. Und nochmal. Mehr Fröhlichkeit! Ihr seid trotz allem ein lustiger Haufen! Das reicht nicht. Stopp. Leute, jeder von euch hat doch einen ganz geheimen Wunschtraum. Ich habe ganz gewiss einen. Wer kennt ihn? Sie wünschen sich ein schwarz-graues Akkordeon mit glänzenden Perlmuttknöpfen. Ganz genau. Gagarin, du hast bestimmt auch einen Traum. Ja. Erzähl ihn uns. Wir sind gespannt. Sprich mit mir, Papa. Ich will in die Stadt gehen und in der Gewerbeschule lernen. Nimm die Hand da weg. Dort kriegt man Uniformen, einen Mantel, Stiefel, ein Bett im Schlafsaal. Was noch? Man bekommt zu essen und ein Stipendium. Was ist das denn? Stipendium. Geld. 7 Rubel im Monat. Verstehe. Als mein Vater mich zur Schule geschickt hat, hat er dafür bezahlt. Und ein Kalb dazu gegeben. So war das. Diese Zeiten sind längst vorbei. Vorbei? Komm mal her, Juri. Das Leben ist eine Schreinerei. Erst wirst du fest eingespannt und das tut sehr weh. Und dann wirst du gehobelt. Das tut weh, doch nicht mehr so sehr. Dann wirst du gefeilt und geschliffen, bis du sanft und ganz glatt bist, ohne eine raue Stelle. Bis du dann blitzblank bist. Sei ehrlich, was ist schöner? Der fertige Holzbalken oder der raue Standort? Der Holzbalken natürlich. Natürlich. Jocker. Ich kann viele glatt schleifen. 1 Million Balken. Und alle werden gleich.
aber jedes Holz hat seinen Charakter. Und seine speziellen Mängel und seine sozusagen göttliche Gnade. Krumm, aber einzigartig. Und die Stadt? Was macht die Stadt aus dir? Hast du dich entschieden? Hab ich. Dann geh. An einem späten Nachmittag im September habe ich meine Bewerbung eingereicht. Für den vorletzten Flug am gleichen Nachmittag. Und so bin ich geflogen. Die Sonnenuntergänge im Herbst in den Polregionen sehen aus wie Flächenbrände. Als würde der Himmel brennen. Wie ein nukleares Feuer. Von Engelsschwingen angefacht. Und ich flog in dieses Feuer. Und ich schaute hinauf und sah die Finsternis und die Sterne. Plötzlich sprach jemand aus dem Feuer zu mir. Er sagte, ich würde der Erste sein, der diese Finsternis durchbricht. Und ich habe es sofort geglaubt. Das war aber nicht Gott, oder? Natürlich nicht, aber ich hörte eine Stimme. Wir Piloten glauben an solche Stimmen. Ja. Tun wir. Aber nur, weil wir nie ganz unserer Ausrüstung trauen können. Wem können wir trauen? Uns selbst. German. Und wenn wir sie tatsächlich hören könnten, diese Stimmen oben im All. Tausende von Jahren schaute die Menschheit in den Himmel und träumte davon, die Sterne zu erreichen. Auf den ersten Blick gleicht es einem Chaos. Aber schau näher hin, Yuri. Mitten in diesem Chaos kannst du eine natürliche Harmonie erkennen. Irgendwo dort oben, irgendwo, ist der Schlüssel für unsere gesamte Existenz. Wir stehen an der Schwelle zum Universum. Und alles, was wir tun müssen, ist den nächsten Schritt zu wagen. Mama, was sind Sterne eigentlich? Sie sind Lichter, mein Schatz. So wie die Lampe da? Es sind leuchtende Seelen. Seelen? Ja, die Seelen von den Rechtschaffenden und von den kleinen Kindern. Aber wieso sehen die so schön aus? Manche sagen, dass die Sterne die Tränen von Gott sind. Oder Gottes Tau. Wenn es einen Gott gibt, wären nicht so viele Deutsche hier. Weißt du, ich habe gelesen, dass sie eine Raumkapsel bauen. Und die kann ganz weit fliegen. Sie sagen von der Erde bis hoch auf den Mond hinauf. Stimmt das? Ja, das stimmt. Was muss das für ein Spinner sein, der da hochfliegt? Wie verrückt muss denn ein Mann sein, das zu tun? Der verlässt seine Familie und die Erde, um so weit wegzufliegen? Mama, die schicken keinen Verrückten ins All mit so teurer Technik. Das vertrauen die keinem Irren an. Yuri, du tust das nicht. Mama, du weißt, ich bin ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin man mich schickt. Was sagt Valentina? Valentina? Was soll sie sagen? Sie ist die Frau eines Soldaten, eines Piloten.
Genau die Frau, nach der ich gesucht habe. Sie versteht alles. Wir laufen jetzt schon den ganzen Tag in Moskau rum. Mach mal eine Pause. Eine Zigarette? Du hast recht. Ich rauche gerne eine mit. Siehst du das Offensichtliche nicht? Guten Tag. Was meinst Guten du? Tag. Der filmt die ganze Zeit nur. Geben Sie mir einen Strauß Chrysanthemen. Sehr gern. Und wie schön. Darf ich fragen, ob die auch gut riechen? Hier, bitte. Danke. Sehr gut. Da wird sich meine Frau Was heißt das? Was denn wohl? Sie haben Ihre Entscheidung getroffen. Unser Juri fliegt als Erster ins All. Du bist der Zweite. Und ich Ersatz, falls was schief geht. Grisha, du verstehst das ganz falsch. Alles kann sich jeden Moment ändern. Erst in einer Woche fällt die offizielle Entscheidung. Sei nicht so nervös. Wieso denn nicht? In 10 Tagen ist der Start. Und sie halten uns immer noch hin. Sie vertrauen uns noch nicht mal die Rakete an. Denken sich einen Code aus. Was brauchen Sie denn? Einen Piloten? Oder einen Affen, der die Knöpfe drückt? Ein Affe? Der kann aber nicht die manuelle Kontrolle übernehmen. Aber du kannst es. Du würdest doch am liebsten sofort in die Rakete springen und starten. Frag doch endlich Kamanin, ob du der Erste im All sein darfst statt Gagarin. Das willst du doch. Aufhören! Habt ihr vergessen, wo ihr seid? Aufhören! Wir sind Leute und der Kameramann. Freunde, was ist in euch gefahren? Kauft lieber für eure Frauen dort drüben ein paar Blumen. Blumen? Meine Frau braucht keine Blumen, um mich zu lieben. Ich muss meine bezahlen. Ist ja gut, mein Schätzchen. Mama ist da. Liebling, lass mich. Hallo, mein Engel. Ja, sehr schön. Schon fertig. Oh, was für große Augen. Willst du was sagen? Damals hattest du Angst, Jelena hochzuheben, als sie so klein war. Stimmt, aber ich lerne sehr schnell, nicht wahr? Schon gelandet. Dok, 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 dok. Au! Für die Mädchen, damit sie mich nicht vermissen. Jojo. Wer wird fliegen? Weiß ich nicht. Vielleicht ich. Vielleicht auch ein anderer. Und wann? Am 12. So, auf geht's. Pass gut auf dich auf. Sei bitte vorsichtig. Mein Schatz, achte gut auf die Mädchen. So. Juri, versprichst du mir, dass alles gut gehen wird? Ja. Meine Herren, wie es jetzt aussieht, ist die letzte Entscheidung getroffen. Ohne Einwände wählen wir Gagarin. Ja. Es gibt Einwände, sogar einige. Dürfte ich Ihnen meine Sicht der Dinge erläutern, Marschall Malinowski? Ja, ich bitte darum. Die Kandidaten sind beide fit und 100%ig ausgebildet. Ihre familiäre Situation und ihr Ruf sind nahezu makellos. Wieso sagen Sie nahezu? Sie kommen beide aus ländlichen Gebieten. Gagarin stammt aus der Nähe von Smolensk. Sein Vater ist Zimmermann, seine Mutter Melkerin in einer Kolchose. German ist aus Altai. Sein Vater ist Dorfschullehrer. Er gab seinem Sohn den Namen German, die Übersetzung von Hermann.
einer Figur aus der Erzählung Die Dame von Puschkin. Ein merkwürdiger Name, in der Tat. Wie dem auch sei, Tjetow ist physisch stärker und kühner. Genosse Marschall, die Fische beißen. Ja, gut, gehen wir. Was soll das? Wir waren uns doch einig. Sergei Pavlovich, ich war damit einverstanden, dass wir für den zweiten Flug einen Kosmonauten mit mehr Durchhaltevermögen brauchen. Und das ist ganz ohne Zweifel German Tjetow. Aber ich mache mir Sorgen um ihre psychische Stabilität in Notfallsituationen. Nikolai Petrovich, erstens können wir nicht ansatzweise sicher sein, wie ein Mensch den Zustand der Schwerelosigkeit aushalten kann. Das wissen Sie ganz genau. Außerdem gibt es niemals eine hundertprozentige Chance auf den Erfolg. Und Ihre Bedenken so kurz vor dem Start bringen nur Unruhe in die Sache. Wenn Sie genaue Vorschläge haben, dann sagen Sie es. Wie Sie wollen, dann werde ich jetzt genauer. Tjetow hat sein Training mit mehr Präzision absolviert als Gagarin. Und er hat keine Fragen gestellt. Gagarin jedoch zweifelte an der Nützlichkeit des Trainings, was er oft kundtat. Konkreter. Konkreter, das können Sie gern haben. Ein Fall. Bei einem Suchflug nach potenziellen Landepunkten bemerkte Gagarin, dort unten kann man sich böse den Arsch prellen. Solche Ausdrücke benutzt er gern. Das ist ja interessant. Soweit ich weiß, hat Gagarin alle seine Prüfungen mit exzellenten Noten abgeschlossen. Und was seine Ausdrucksweise angeht, gerade das schätze ich an Gagarin so sehr. Man weiß bei ihm immer, woran man ist, wenn Sie es genau wissen wollen. Gagarin hat gerade sein zweites Mädchen bekommen. Er ist ein vernünftiger, ehrlicher Mann, aber Tjetow hat einen verschlossenen Charakter. Sein neugeborenes Kind ist erst kürzlich verstorben. Und er hat versucht, diese Tatsache vor uns zu verbergen. Anscheinend hatte er Angst, dass das unsere Entscheidung für ihn gefährden würde. Wir brauchen einen Kosmonauten, dem wir sagen können, dass die Rückkehr nicht sicher ist. Das ist das Wichtigste, wenn Sie so wollen. Die Zukunft der Raumfahrt hängt davon ab. In den Jahren des Krieges hielt sich Gagarin in vom Feind okkupierten Territorium auf. Es ist an der Zeit, mit diesen widerlichen, stalinistischen Vorurteilen aufzuhören. Genossen, der wichtigste Teil unserer Mission liegt vor uns. Schonen Sie Ihre und unsere Nerven und bewahren Sie Ruhe. Was macht es schon aus, wer von den beiden der Erste sein wird? Was zählt, ist, dass er ein sowjetischer Bürger ist. Goldene Worte. Khrushchev hat Gagarins Foto gesehen. Er mag ihn. Von hier aus begannen die Pioniere der Sowjetunion die kühne Eroberung des Weltalls. Wunderschöne Worte. Ja, das war unser erster Triumph, der Sputnik. Die Jungs und ich feierten gerade unseren neuen Dienst gerade. Wir haben es im Radio gehört. Wir waren unbeschreiblich euphorisch. Unbeschreiblich? Die ganze Nacht haben wir darüber diskutiert, wann der erste Mensch ins All fliegen wird. Und nun haben die Sterne Sie gesegnet. Sie wurden auserkoren, dieser Mensch zu sein. Von Ihnen hängt alles ab. Sergei Pavlovich. Ich gebe mein Bestes, damit der Flug problemlos abläuft. Alles, was ich kann, was ich gelernt habe. Wissen Sie, was diese Inschrift bedeutet? Menschen, erinnert euch an mich in einem Gebet. Vor 600 Jahren geschrieben. Glauben Sie, dass sich jemand an uns erinnert? In 600 Jahren? Ist das so wichtig, Sergei Pavlovich? Juri. Glauben Sie? An was, Sergei Pavlovich? Man kann nicht garantieren, dass die Technik in allen Phasen funktioniert. Nein,
Sie in den Orbit zu schicken, ist das geringste Problem. Aber beim Wiedereintritt könnten Schwierigkeiten auftauchen. Habe verstanden. Die Bremsrakete könnte die Kapsel nicht genug drosseln und die Fluggeschwindigkeit auf 8 Kilometer pro Sekunde verlangsamen. Ja, ganz genau. Sollte es bei der Automatik zu einer Fehlfunktion kommen, müssen Sie die manuelle Steuerung übernehmen und sich an der Sonne orientieren. Code 125. Habe verstanden, Sergei Pavlovich. Der Druck in der Kabine beträgt 1,2. Das manuelle System wert 150. Habe verstanden, Wissner. Fortgang des Fluges normal. Ich fühle mich sehr gut während des Fluges. Ich bin direkt über Amerika. Ich kann die Sterne am Wohlauge vorbeiziehen sehen. Eine spektakuläre Aussicht. Ich fliege jetzt in den Erdschatten hinein. Alle Messwerte im grünen Bereich. Wir vergleichen Funktionstafeln mit Ergebnissen von Sarja 1. Sergei Pavlovich, die Ballistiker haben uns informiert, dass die Rakete derzeit 100 Kilometer höher ist als geplant. Was bedeutet das? Dass die Rakete, falls der Wiedereintritt fehlschlägt, in der Umlaufbahn bleibt, bis die Reibung mit der höheren Atmosphäre sie auf natürliche Weise herunterdrückt. Normalerweise würde dies nur eine Woche dauern, aber in diesem Fall aufgrund der extrem hohen Umlaufbahn könnten bis dahin einige Monate vergehen. Aber an Bord sind nur für 10 Tage Nahrung und Sauerstoff. Weiß Gagarin das? Nein. Aber wir können ihn darüber informieren. Nicht nötig. Wir wissen nicht, wie er auf die Nachricht reagiert. Ich brauche sofort die Werte der Druckparameter. Hier spricht Sarja 1. Geben Sie mir die Werte der Druckparameter durch. Hier spricht Moskau. Hier spricht Moskau. Alle Radiostationen der Sowjetunion sind auf Sendung. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet über den ersten Flug eines Menschen ins Weltall. Heute, am 12. April 1961, startete in der Sowjetunion die erste bemannte Raumkapsel der Welt in die Umlaufbahn um die Erde. An Bord der Vostok 1 genannten Rakete ist ein Kosmonaut. Ein Bürger der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik. Alles ist gut. Major Juri Alexejewitsch Gagarin. Ich zitiere Tsiolkovsky. Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Ich habe mal einen Freund getroffen, einen Experten für die Raumfahrt. Ich habe ihn gefragt, ob es seiner Meinung nach eine Hoffnung gibt, dass ein Mensch in den nächsten 10 Jahren in das Weltall fliegen kann. Und wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Ja, das wird sicherlich geschehen. Unser Mann ist im All! Kommilitonen, wir sind im All! Was ist los? Mama! Ist irgendwas passiert? Unser Yoko! Ist Yoko abgestürzt? Mach sofort das Radio an! Unser Juri in einer Rakete! Heute, er fliegt jetzt ins All! Oh nein. Yoko, was hast du da getan? Du hast 2 kleine Kinder. Was hast du getan? Bord der Vostok 1 genannten Rakete ist ein Kosmonaut, ein Bürger der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Major Juri Alexejewitsch Gagarin. Wo willst du hin, Mama? Nach Moskau, zu Valentina.
und den Kindern. Warte! Deine Schuhe! Du hast nur Hausschuhe an! Mama! Was ist denn los? Unser Mann ist im Weltall! Unser Mann ist im Weltall! Wir sind im Weltall! Hallo, warten Sie vielleicht auf uns? Hallo, was steht Sie hier rum? Kommen Sie mit uns. Wieso das denn? Glauben Sie uns, Sie sind hier am falschen Ort. Ja, ja. Haben Sie es denn was nicht denn? Gehört? Wir sind im Weltall. Und Landsmann Gagarin. Juri Gagarin. Juri Gagarin, kommen Sie mit uns. Los, feiern Sie mit uns. Was soll das, Tanja? Schnell, schnell. Wir sind feiern. Wo laufen wir denn hin? Zum Landeplatz. Wo wird er denn landen? Dummkopf. Auf dem roten Platz natürlich. Was denn sonst? Mädchen, nehmt mich mit. Nehmt mich mit. Ich will auch dahin. Nehmt mich mit. Du bist doch Gagarin, der Zimmermann. Ja, Gagarin, wieso? Weißt du, ein Major Gagarin ist zum Mond geflogen. Zum Mond? Ein Verwandter von dir? Major? Ja, ein Major. Ach, Quatsch. Mein Sohn ist erst Oberleutnant. Major. Dann haben die einen anderen hochgeschickt. Mein Sohn ist weit davon entfernt, Major zu werden. Im Radio haben sie gesagt, es ist ein Major. Ist ein anderer. Nicht mein Sohn. Zum Mond. Ich habe soeben den Erdschatten verlassen. Ich kann durch das rechte Bullauge sehen, wie die Sonne hervorkommt. Die Kapsel rotiert. Die Sonnensensoren funktionieren einwandfrei. Jetzt kann ich die Erde durch das Bullauge sehen. Nun fliege ich über ein großes Meer. Die Richtung des Überwasserfluges muss noch bestimmt werden. Ist Wisner auf Empfang? Jawohl, Sergei Pavlovich. Sagen Sie ihnen, dass Sie Kedere informieren, dass er sich bereit machen soll, die manuelle Steuerung zu übernehmen, falls der Rotationsreduktionsmotor nicht in 2 Minuten zündet. Verstanden. Wisner, hier ist Saya 1. Kedere, Sie erhalten die Erlaubnis, die manuelle Steuerung zu übernehmen, falls der RRM nicht automatisch zündet. Ende. Habe verstanden. Bereit für Übernahme der manuellen Steuerung. Sergei Pavlovich, Kamanin ist dagegen, dass wir Gagarin über die Abweichung in der Umlaufbahn informieren. Was weiß er denn schon über Orbitalmechanik? Gagarin kennt sich hervorragend mit dem manuellen Steuerungssystem aus. Bestätigt. Der RRM hat gezündet. Der automatische Modus wurde ausgelöst. Wir werden als nächstes
Die Nächsten, die fliegen, sind wir, die Mediziner. Wohl nicht. Los, Soika, leg los. Ich rezitiere Ihnen jetzt mein Gedicht, das ich über das All geschrieben habe. Tief in der grünen Taiga, wo die Nachtigall singt, da träumten wir von den Sternen und einer nachtblauen großen Rakete, die uns eines Tages zu ihnen bringt. Sergej Pawlowitsch, keine Abtrennung. Die Fluggeschwindigkeit wurde auf 132 Meter pro Sekunde abgebremst, aber das dürfte nicht ausreichen, um das Geräteteil von der Landekapsel abzutrennen. Ja, das befürchte ich auch. Aber wieso meldet Gagarin, dass alles in Ordnung ist? Das bedeutet doch, dass alles in Ordnung sein muss, verflucht! Die letzte Option ist die Sicherheitsabtrennung. Das Geräteteil sprengt sich selbst beim Wiedereintritt ab. Aus dem Orbit kein Signal. Das bedeutet, dass er wieder in die Atmosphäre eingetreten ist. Wir haben den Kontakt über der Mittelmeerregion verloren. Wenn wir die Abweichung in der Höhe der letzten Umlaufbahn berücksichtigen, landet er in einem Radius von 8000 Kilometern in sowjetischem Territorium. Halten Sie die Kommunikation mit allen Luftverteidigungsposten entlang der Flugbahn. Sergej Pawlowitsch, der erste Sekretär ist in der Leitung. Sagen Sie ihm, ich werde in 5 Minuten zurückrufen. Ja. Was ist das? Eine Universitätsstadt. Und das da? Das Pionierlager Artek. Und das hier? Teller Nikita Sergejewitsch. Genossen, Sie müssen es sich von hier aus ansehen. Machen Sie sich keine Sorgen, Nikita Sergejewitsch. Das nimmt uns keiner. Wir waren die Ersten im All. Ich will aber gern, dass er lebt und hier ist. Ich werde ihn in der ganzen Welt vorzeigen. Er bekommt ein Willkommensfest der Sonderklasse. Davon reden die Menschen noch in 100 Jahren. Vorsichtig, Kutscher. Das ist kein Sack Kartoffeln. Keine Sorge, ihr kommt wohlbehalten an.
das? Wir sollten hier weggehen, aber ganz schnell. Lauf, Kindchen, los! Warten Sie! Ich gehöre zu euch, ich bin ein Sowjet. Das Gewicht der bemannten Raumkapsel beträgt 4730 Kilogramm. Der Name der Rakete ist Vostok. Sie wird die Erde einmal umkreisen. Was soll der Auftrieb hier? Wieder ein neuer Krieg? Was quasselst du da? Unser Mann ist im Weltall. Hey Leute! Alexei Ivanovich ist bei uns, ganz persönlich. Dein Sohn ist im All. Alexei, warte doch. Wo gehst du denn jetzt hin? Nein, nein. Es hat geklappt. Was für ein bedeutendes Wir sind stolz auf die Sowjetunion. Ja. Unglaublich. Gut. Oleg Genrichowitsch. Oleg Genrichowitsch, beruhigen Sie sich mal. Beruhigen Sie sich. Herr Pavlovich, 3 Jahre lang so intensive Anstrengungen. Ich fühle mich, als hätte man mir die Seele rausgerissen. Ich bin innerlich leer, komplett. Es hat alles funktioniert. Der Frechdachs ist gelandet. Gesund und munter. Es ist der glücklichste Moment in meinem Leben. Und achten Sie darauf. Der Kosmonaut wird auf keinen Fall angerührt. Nein, nein, nein. Keine Umarmungen und auch keine Küsse. Das ist ein Befehl. Oder sie werden einen Kopf kürzer gemacht. Liebe Freunde, sowohl Bekannte als auch Unbekannte, liebe Russen und Menschen aus allen Ländern und Kontinenten, ich fühle so großes Glück, der Erste zu sein, der in den Kosmos vorstößt, der sich alleine einem beispiellosen Duell mit der Natur stellt. Könnte jemand von etwas Größerem träumen? Aber sofort dachte ich dann an die große Verantwortung, die ich tragen würde, der Erste zu sein, wovon Generationen geträumt haben, der Erste zu sein, der den Weg ins All für die Menschheit ebnet. Was könnte komplizierter für jemanden sein,
Diese Verantwortung gilt nicht gegenüber einem Menschen, nicht gegenüber einigen Dutzend, nicht gegenüber einer Gruppe. Es ist die Verantwortung für alle sowjetischen Menschen. Eine Verantwortung für die gesamte Menschheit, für ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Ich sage euch auf Wiedersehen, liebe Freunde. So wie es Menschen sagen, wenn sie zu einer langen Reise aufbrechen. Ich würde euch gerne alle umarmen. Bekannte und Unbekannte. Enge Freunde und Fremde. Bis bald.